So, und da sind wir wieder bei Minecraft. Ich höre eine Spinne. Hier so seitwärts laufen würde auch schwieriger, sobald ich hier überall die Kisten stehen habe. Alter, was geht hier schon wieder ab? Vier Schleime. Ich wollte hier eh nicht hin. Kämpfen Füchse gegen Schleime? Muss mal demnächst gucken, dass ich da entweder irgendwie einen Weg finde, jetzt den vierten Harry Potter Teil aufzunehmen. Ob ich das jetzt über Nintendo DS Emulator mache oder so. Weil das ist durchaus möglich für mich, aber ich weiß halt nicht, ob das so ein Let's Play ist, was gut ankommt. Wahrscheinlich nicht. Aber dann wiederum ist keine Version von dem vierten Harry Potter Teil eine gute Version als Videospiel. Die sind alle scheiße. Der vierte Teil an sich fand ich schon immer, dass der schlecht ist. Gehört, viele Leute mögen den, ich mag den absolut nicht. Ich finde den sehr langweilig. Ich habe den auch sehr oft auf als Hörbuch gehört. Mehr als dass ich den gesehen habe als Film. Aber die Spiele sind halt sehr schlecht dazu. Sind so auf Multiplayer ausgelegte und ich weiß da nicht, ob ich mir dann so sage, yo, daraus machen wir jetzt ein Multiplayer-Projekt, indem wir die anderen dazu holen und einfach sagen, yo, ihr macht jetzt mit, ich kaufe euch das Spiel zweimal, was wahrscheinlich dämlich ist. Weil die Spiele kosten heutzutage einfach 60 Euro. Das haben sie damals halt nicht mal. Das haben die einfach höher gestellt. Weil heutzutage ja Spiele 60 Euro kosten, mussten die alten Spiele auch 60 Euro kosten. Und dann ist das ja auch noch eine geschützte Marke. Also von daher... Finde ich so dämlich. Und das geht auch vollkommen nicht klar. Finde ich. Also wenn ich es für PC holen würde, damit jeder da mit mir mitspielen kann von meinen Kumpels, dann würde mich das auf jeden Fall 180 Euro kosten. Und ich weiß nicht, ob ich da bereit bin, das zu zahlen. Nur für ein Let's Play.
Da könnte ich eigentlich besser die günstige Variante machen. Und das einfach mit einem Emulator aufnehmen. Ach, warum seid ihr hier immer? Du Hundo! Sind die überall noch am Umlaufen? Was geht? Hier muss ich so oder so ausleuchten. Warum ist hier so viel los? Geht hier ab? Also hier war ich oder jemand anderes auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, ich war hier. Das scheint ja wahrhaftig die Hölle zu sein hier. Hier sind so viele Erdblöcke. Die kommen alle von oben, oder wie? Hier sind einfach Endermen reingespawnt, die haben die alle hier unten reingetragen. Das können wir ausnutzen. War die Fledermaus gerade benannt? Sah aus, als wenn die benannt wurde. So, haben wir ja ausgeleuchtet. Hier sind auf jeden Fall Endermen vorbeigekommen. Wurde das hier zugebaut? So zugebaut aus. Als wenn hier jemand weggejagt wurde. Ist das hier die eine Höhle? Da hinten sind die Endermen. Haben aber ganz schön viel schon hinge. What the fuck? Ja, 7 Creeper. Klar. 8.
sieht halt so aus wie die eine Höhle, wo ich einmal drin war. Ja, hier will ich hin. Was geht, Leute? Wollt ihr sprengen? Dann macht mal. Hat sich, glaube ich, von selbst erledigt. Man natürlich immer noch aufpassen. Das haben die alles von oben irgendwo hergebracht. Hier geht's sogar noch weiter. Könnt mich ruhig angreifen, oder? Das ist euer Problem dann, ne? Wenn ihr dadurch Schaden bekommt. Das hätte ich jetzt ausnutzen können, aber. Warum wollen die mich nicht angreifen? Ist hier irgendwo eine Verbindung nach oben? Ne, der sieht aus, als wenn der mich angreifen will. Hey, was geht? Na, gehen wir mal wieder zurück. Da werde ich auf jeden Fall später auch mal hinkommen. Die Höhle da hinten. Wenn ich hier weiter grabe. Oh hey. Das war's. Oh. Muss das sein? Müllblock. Einfach nur Müllblock.
Ja, dann machen wir einfach mal in die Richtung hier weiter. Dann müssen wir irgendwann auf die hinterste Ecke stoßen. So viel kann ich jetzt aber nicht mehr mitnehmen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Kann ja mal immerhin versuchen, ein paar Hühner hier hinzubringen. Die werden wahrscheinlich eh da hinten sterben durch die Wand. Ich wollte eigentlich sagen durch die Lava, aber hey, wenn die die Wand besser finden, dann sollen sie die Wand besser finden. Oh, eine Hexe. Okay. Ich kann schon wieder nichts mehr aufnehmen. Immer aufhören, mich wegzudrängen, ihr blöden Hühner. Wegwerfen. Spinnenauge. Da sind mir die Steine tatsächlich wichtiger. Natürlich hier vorne. Hätte ich also noch einen weitermachen müssen, aber hey, ist nicht schlimm. Weil dann haben wir schon mal einen Weg hier wieder reingegraben. Da macht es dann wieder einfacher, das hier wegzuschlagen alles. Dann müssen wir uns irgendwann hier wieder Sorgen drum machen, dass wir hier Erde hinbekommen.
kann das doch gar nicht mehr so weit sein. Ich glaube, das ist hier direkt um die Ecke. Müssten hier jetzt eigentlich rauskommen. Hoffentlich. Geht ein bisschen zu sehr. Zu lange. War das doch gar nicht entfernt. Komm, du musst hier doch jetzt um die Ecke sein. Du musst hier direkt hinter sein. Freifläche, wo bist du? Da. Viel zu lang gedauert. So, da hätten wir auf jeden Fall King Kong. Ich habe ja letztens versucht mit dem Emulator zu spielen und das war ja relativ lame. Also von der Geschwindigkeit her. Das Spiel an sich ist cool. Aber so wie es jetzt halt ist, ist das ein bisschen unspielbar. Vor allem habe ich mal gemerkt, wie sich das anfühlt mit Controller mittlerweile. Weil damals konnte ich das recht gut spielen, da hatte ich absolut keine Probleme mit. Aber jetzt, wenn ich das so spiele, dann denke ich mir so, wie habe ich das jemals spielen können mit Controller? Das ist ja komplett unhandlich. Das war, glaube ich, von dem einen coolen Level, wo du auf einem Floß drauf bist und dich dann verteidigen musst gegen zwei V-Rex, die aus irgendeinem Grund T-Rex genannt werden in einigen Versionen, was absolut keinen Sinn ergibt. Das sind keine T-Rex. Und jedes Mal, wenn das einer so genannt hat, musste ich die Leute korrigieren. Und dann kamen da Leute, die dann beleidigt davon waren und gesagt haben, nein, die sind T-Rex. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. Hier doch Federn auch.
dem ganzen Gold könnte ich eigentlich auch mal in den Nether gehen und gucken, ob ich da irgendwo eine Stelle finde, wo ich gut traden kann. Und ich sehe hier schon wieder, hat jemand mal wieder Scheiße gebaut. Warum müssen die das immer machen, ey? Das ist so... Das ist einfach Assi-Verhalten, Junge. Das macht man nicht. Ich kann die halt aber auch schlecht raushalten irgendwie. Werden halt nicht angegriffen. Hier haben wir noch eine Menge Erde, die wir runterbringen könnten. Ich habe gedacht, wir haben gar nicht mehr so viel. Habe ich das nicht letztes Mal auch gesagt, als ich hier in die Erdekiste reingeguckt habe? Eine Hexe gehört. Ist die Hexe oben? Ist ein Blitz eingeschlagen? Ich höre eine Hexe. Ist vielleicht doch keine Hexe, sondern der Händler, der einfach hier auf dem Dach ist, ohne Grund. Das verdient, Junge. Im Schnee gefriert Spucke, Junge. So, ich hoffe mal, das haben wir die Dorfbewohner nicht übel genommen, aber das ist halt ein Arschloch. Brauchen wir endlich mal einen zweiten Eisbären, damit der die ganze Zeit wütend auf alle ist. Mir fällt gerade was ein, was ich mal machen kann. Ich will mal eben gucken. Wenn schon hier im Ikea die ganze Zeit Enderman reingehen und da dann was hinlegen. Und auch schon bei uns im Haus das passiert. Wie ist denn das erst hier in der Kirche? So, hier habe ich ja den Boden so komisch gemacht. Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass hier großartig was reingepackt wird. Warum haben wir hier Fleisch drin? Und hier war noch die Zeit, wo ich noch nicht viel Kohle hatte und deswegen Holzkohle die ganze Zeit gemacht habe. Was geht hier oben ab? Hat da ein Schwein oder was ist das? Wird wohl eins sein. Was ist hier sonst so Pinkes am rumlaufen? Da hinten sieht man immer noch das Loch,
wo hier noch was gebaut werden sollte. Hier sind überall noch die Felder, die nie beackert wurden, so wirklich. Naja. Ich glaube, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.